Herzlich willkommen bei den Rechtsanwälten Knies und Albrecht in München. Mein Name ist Dr. Bernhard Knies. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Heute wollen wir Ihnen von einer spannenden Entscheidung des OLG Koblenz vom 20. Mai 2014 erzählen, in der es um die Frage ging, ob nach einem Beziehungsaus intime Fotos des ehemaligen Partners gelöscht werden müssen. Geklagt hatte eine Dame, die mit einem Fotografen liiert gewesen war. Sie hatte während der Beziehungsdauer dem Fotografen auch intime Fotos, also Nacktaufnahmen, überlassen, die der Fotograf mit ihrem Einverständnis besitzen durfte. Und andere Fotos des Mädchens hatte er auch auf seiner gewerblichen Webseite veröffentlicht. Nach dem Beziehungsaus hat das Mädchen gegen den Ex-Freund geklagt. Sie hat ihm untersagt, die Fotos künftig gewerblich zu nutzen, und sie wollte insbesondere auch die Löschung der Nacktfotos bewerkstelligt haben, und hierzu hatte das OLG Koblenz zu entscheiden. In den Vorinstanzen war bereits klargestellt worden, dass der Fotograf die Fotos nach Ablauf der Beziehung jedenfalls dann nicht mehr gewerblich benutzen durfte, wenn es sich um intime Fotos handelt. Ob er sie allerdings auch löschen musste, blieb streitig. Das OLG Koblenz hat nunmehr geurteilt, dass der Besitz der Fotos während laufender Beziehung vom Einverständnis des Mädchens gedeckt worden war. Allerdings konnte diese Einwilligung zum Besitz der Fotos nach dem Ende der Beziehung widerrufen werden. Insofern ist das OLG Koblenz zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fotos nach dem Beziehungsaus auch tatsächlich gelöscht werden müssen. Eine interessante Entscheidung. Ob diese Entscheidung allerdings rechtskräftig wird, wird man sehen müssen, denn das OLG Koblenz hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, sodass möglicherweise das höchste deutsche Zivilgericht in Deutschland noch einmal über diese Frage einer sehr speziellen Persönlichkeitsrechtsverletzung zu urteilen haben wird. Sollten auch Sie persönlichkeitsrechtliche Ansprüche geltend machen oder davon betroffen sein, so können Sie uns gerne anrufen. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an. Rufen Sie uns einfach an. Die Rufnummern hierzu blenden wir im Anschluss nach diesem Video ein.